So, wir haben jetzt viel geklärt in puncto, wie man Wäsche richtig wäscht. Und ich habe gelernt, 90 Grad braucht man eigentlich so gut wie gar nicht. Ja? Das stimmt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Bei uns ist der Elektromeister Heinrich Junge. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Waschmaschine wirklich lange, lange laufen lassen können, ohne dass man einen Elektromeister nach Hause holen muss, weil man selbst das ganze Wissen drauf hat, wie man sowas in Schuss behält, die Waschmaschine. Ich habe richtig Angst, Heinrich, dass Sie mir jetzt ein ganzes Studium hier zeigen und ich blick's am Ende nicht. Es geht ganz einfach los mit einem kleinen Tipp vorweg. Also Vorwäsche benutzen die Leute ja heutzutage nimmer in der Regel. Aber das gibt es in der Schublade. Also ich fühle mich da richtig aufgefordert, genau, eine Vorwäsche zu machen. Genau, aufgefordert. Ja. Aber es ist in der Regel nimmer nötig. Aus den ähnlichen Gründen, wie man es eben im Film gesehen habe. Die Wäsche ist nicht mehr so schmutzig wie früher. Man hat ganz andere Waschgewohnheiten. Die Waschmaschinen sind andere, die Waschmittel sind andere. Alles hat sich verändert. Da kann man nicht so tun, als wäre man noch in den 50er Jahren. Okay. Gut, also Vorwäsche brauche ich nicht. Nee. So, wie geht's weiter? Und dann gebe ich einen Tipp, damit hier das nicht so verträgt, das Einspülfach. Man kann das Waschmittel, das wird ja das Hauptwaschmittel, wird ja von hier aus direkt mit dem ersten Wasser von hier eingespült in die Trommel rein. Mhm. Das heißt, man kann einfach hingehen und das Waschmittel statieren, einfach unten direkt auf die Wäsche geben. Dann verträgt und verschimmelt das nicht so hier oben. Das ist eine Gefahrenquelle einfach, dieser Schubkasten. Das ist einfach, man füttert hier nur die Schimmelkultur. Ah, das Waschmittel soll dahin, wo es hingehört. Aber wieso gibt es dann noch diese Schubkästen? Die das ist Tradition. 50er Jahre hat man das erfunden. Also da hat man noch nicht weiter drüber nachgedacht. Ja, heute, okay. Die Hersteller würden normalerweise heute eigentlich gar kein solches Fach mehr herstellen, aber dann kauft es ja niemand. Aha. Aber jetzt schauen, gut für mich zu wissen ist, das ist so eine Gefahrenquelle, weil es da zu Keimbildung kommen kann, ja, und einfach auch Reste von Waschmitteln sich darauf absetzen, genau, können. So. Aber viel wichtiger ist die Menge des Waschmittels. Man muss wissen, die Waschwirkung von der Waschmaschine kommt zu 40% aus der Weichgabe. Die Wäsche wird durch die Drehbewegung nach oben befördert und fällt von oben auf die unten liegende Wäsche drauf. Da spielt die Musik. Das heißt, macht so sauber. Wird die Wäsche sauber. Richtig. Durch die Weicharbeit. Genau. Deswegen ist es nicht gut, wenn man die Maschine zu voll stopft. Das geht noch mit rein. Mhm, sollte man besser lassen. Die Wäsche braucht Bewegungsfreiheit. Und wesentlich weniger wichtig ist das Waschmittel. Mhm. Das wird meistens überdosiert. Und wenn man zu viel Waschmittel nimmt, dann wird das Waschergebnis niemals besser, immer nur schlechter. Es kann immer nur verschlechtern. Wir haben 5 Spülgänge, wo wir die Waschlauge den Schaum verdünnen, abpumpen. Und an dem Schaum hängt eben auch der Schmutz. Und diesen Schaum kriegt man nicht mehr weg. Mhm. Mit 5 Spülgängen schafft die Maschine das nicht, wenn man am Anfang zu viel Waschmittel reinmacht. Die Dosierung gucken wir uns gleich an, die richtige Dosierung. Wir haben Fragen von Ihnen und eine möchte ich hier vorlesen, weil ich die sehr interessant finde. Die Frau Leisten aus Bruchsal sagt, ihre Wäsche duftet einfach nicht nach den Waschvorgängen. Sie lässt die Tür auf, sie hat schon diverse Mittel versucht, sie hat auch schon die Waschmaschine mit Essig gereinigt, aber Wäsche riecht nach nichts. Ja, nach nichts, da würde ich sagen, dann beglückwünsche ich Sie dazu. Denn wenn die Wäsche riecht, dann bedeutet das, da sind Duftstoffe auf der Faser. Und die Haut verträgt sich mit allem Möglichen, aber nicht unbedingt mit dem Duftstoff. Das wäre so, wenn man die Wäsche, wenn man duftende Wäsche will, stellen Sie sich vor, würden Sie hingehen, die Wäsche aus dem Schrank holen, mit Duftspray einsprühen, komplett alles, Unterwäsche, alles. Einsprühen mit Duftspray, nur damit das riecht. Das muss bewusst werden, dass man die Chemikalien nun mal auf der Haut spazieren trägt. Also eigentlich ist das ein ganz gutes Zeichen. Ja, vielleicht dazu noch. Viele Kunden rufen mich an und beklagen sich, meine Maschine, nicht die Wäsche riecht nicht, sondern die Maschine stinkt. Stinkt nach Waschmittel oder nach Schimmel. Das ist eben, kommt eben gerade von dieser Überdosierettis. Deswegen zeigen Sie uns jetzt bitte mal, wie viel ich für eine volle Ladung nehme an Waschmittel. Also ich pointiere das mal in die andere Richtung. Bei mir sagen Kunde, ja, ich benutze 2 solche Becher oder einer oder anderthalb. Ja. Und ich würde diesen Becher hier bis hierhin voll machen, nicht mehr. Für eine volle Waschmaschine? Ja, ja. Ah. Wissen Sie, es gibt eine bestimmte Menge an Schmutzpartikel, die auf der Faser sitzen. Mhm. Und dafür braucht man eine bestimmte Menge an Tenside, die diesen Schmutz umhüllt und in die Flotte, also in die Waschlauge,
separiert. Und wenn, wenn man sehr schmutzige Wäsche hat, braucht man vielleicht mehr. Aber die meiste Wäsche, was ist da dran? Was, die ist verschwitzt im besten Falle, mal einen Fleck drauf. Noch eine Frage an Sie. Und zwar, wenn ich jetzt doch zu viel Waschmittel bisher genommen habe, ist da was in der Waschtrommel drin, an Waschmittel, was ich gar nicht sehe mit bloßem Auge? Habe ich da schon vielleicht was kaputt gemacht sogar? Ja, kaputt gemacht vielleicht nicht. Aber machen Sie mal den Test zu Hause. Werfen Sie Ihre Maschine an, ohne Wäsche und ohne Waschmittel. Einfach nur, die ist ja, die letzte Wäsche wurde rausgenommen, war geschleudert und fertig. Und jetzt lassen Sie die Wäsche mal leer laufen. Warten Sie 10 Minuten. Und dann schauen Sie sich an, wie auf dem sauberen Wasser sich eine Schaumkrone bildet. Mhm. Und die Schaumkrone gibt Ihnen einen Hinweis, wie viel Tenside und Waschmittelreste in dem Bottich, an der Trommel, überall noch kleben. Und diese Waschmittelreste, die füttern eben die Schimmelkultur. Das ist das, was dann nachher stinkt, Gott sei erbärmlich. Herr Jung, also es dreht sich alles wirklich um das Waschpulver. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Und wenn Sie Fragen haben und sagen, mit Heinrich Jung würde ich gerne mal telefonieren, nach der Sendung können Sie das machen. Ab 13 Uhr ist er am Telefon und beantwortet persönlich an der Strippe dann Ihre Fragen zu diesem Thema. Ich werde jetzt jedes Mal an Sie denken, wenn ich hier so eine Waschladung mache. Ja. Ich habe zu viel bisher genommen, wirklich.